Und damit Glück auf und herzlich willkommen beim FC Erzgebirge Aue. Das Ganze zur Pressekonferenz vor dem 8. Spieltag. Spieltag 8, das heißt hier bei uns im Erzgebirgsstadion am Sonntag 14 Uhr das nächste Derby, in dem Fall das Westsachsen-Derby gegen den FSV Zwickau. Unser Chefcoach Timo Ost ist mit auf dem Podium. Timo, blicken wir voraus auf diesen Sonntag, auf das Derby. Ja, Glück auf zusammen. Spezielles Spiel, sehr spezielles Spiel, vor allem auch für unsere Fans. Sowohl das Trainerteam wie auch die Spieler wissen um dieses Prestige. Und ich denke, dass wir dort gut gewappnet sein werden, um hoffentlich dann auch die ersten drei Punkte einzufahren. Die ersten drei Punkte. Drei Punkte gab es übrigens und das war für uns der Anlass, mal weit zurückzublicken. Das letzte Punktspiel hier im Erzgebirgsstadion zwischen dem FC Erzgebirge und den Westsachsen. Das gab es im November 1999. 20.11.1999. Damals, man sieht es hier im falschen Echo, noch das alte Erzgebirgsstadion natürlich. Und da hieß es am Ende 3:1 für die Veilchen. Im Rückspiel dann im Mai waren die Gastgeber mit 2:1. Ja, wie sieht es das denn aus, Timo? Also nochmal ganz kurz, wenn ich sage drei Punkte, meine ich natürlich den ersten Sieg. Ne? Das ist hier wieder in unserer Situation Aussagen, die der Trainer trifft, dann irgendwo verdreht werden. Also wenn ich von drei Punkten spreche, meine ich den ersten Sieg natürlich. Ja, personell sieht so aus, dass wir bis auf Marvin Stefaniak, da ist noch ein Fragezeichen, aus dem Vollen schöpfen können und das ist sehr, sehr positiv. Wir haben jetzt auch die Spielgenehmigung für Toni Jonic bekommen, der sich auch im Training sehr, sehr gut und sehr stark präsentiert. Und von daher können wir im Trainerteam wirklich, oder haben im Trainerteam die Qual der Wahl und das stimmt mich sehr, sehr zuversichtlich. Zuversichtlich stimmt uns auch die zu erwartende Besucherzahl jetzt an diesem Freitagmittag. Sind wir bei reichlich 11.000 verkauften Karten. Bis Sonntag ist noch reichlich Zeit, etwas Zeit. Also wir werden auf jeden Fall im fünfstelligen Bereich, was die Zuschauer betrifft, landen, beziehungsweise sind wir ja schon gelandet. Gelandet sind wir jetzt bei den Fragen der Presse. Wenn es die gibt, ganz kurzes Handzeichen, dann kann es losgehen. Sebastian Hunzler für die BILD. Ja, Timo Ost, Sie waren Sonntag in Zwickau zur Spielbeobachtung. Wie würden Sie denn den FSV einschätzen? Wie kann man die Zwickau am besten knacken? Ich denke, jeder, der sich mit der dritten Liga beschäftigt, weiß, wie Zwickau spielt. Erstmal Kompliment dafür auch an Toni Wachsmuth, der dort es immer wieder schafft, eine Mannschaft auch auf den Platz zu bringen und zusammenzustellen, die über die Skills, die in der dritten Liga notwendig sind, die Liga auch zu halten, nämlich über Körperlichkeit, Zweikampf, langer Ball, zweiter Ball, Tempo über Außen, Standards. Das beherrschen sie gut. Sie haben in ihren Reihen Spieler, die auch dagegen halten können, richtig dagegen halten können und sind aber auch natürlich auch anfällig. Das ist auch klar und war am Sonntag auch sehr, sehr sichtbar, wo sie ihre Schwachstellen haben und da müssen wir rein. Die werde ich natürlich hier nicht präsentieren und den Gegner auch nicht irgendwo kleinreden wollen, weil das sind sie nicht und sie schaffen es immer wieder auch die Liga zu halten mit ihren Mitteln. Dafür Kompliment. Aber mir ist es natürlich wichtiger, am Sonntag dort eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die endlich diesen Sieg, diesen Bock eben umstoßen kann. Und da möchte ich natürlich nur auf uns erstmal gucken. Sebastian Hunzler noch bei. Ja, wie ist ein besonderes Spiel? Bedarf es auch einer besonderen Vorbereitung? Wird man sich vielleicht ein bisschen früher treffen als sonst? Vielleicht nochmal gemeinsam frühstücken? Wie ist denn da Ihre Pläne? Wir haben diesbezüglich auch unsere Abläufe natürlich, wo wir auch immer wieder versuchen, jetzt auch in der neuen Konstellation, in dieser neuen Zusammensetzung zu optimieren. Und da gibt es mit Sicherheit immer wieder auch die ein oder andere Veränderung, so lange, bis es dann auch endlich greift und sitzt. Ja? Und das kann durchaus sein, dass wir vom Heimspiel vielleicht auch mal übernachten jetzt, ja? Dass wir vielleicht auch mal die Mannschaft zusammenlassen oder uns eher treffen, wie auch immer. Also das sind alles Überlegungen, die bei uns gerade so mit im Kopf rumschwirren und wir da die Mannschaft aber auch mit einbeziehen werden, wie wir schneller in diese Optimierung reinkommen, um endlich unseren Weg, ja, den wir jetzt bestreiten, auch erfolgreich bestreiten können. Die nächste Frage kommt von Sebastian Dorst, wenn ich das richtig sehe, für den MDR. Ja.
Herr Rost, Didi Frick hat es so pikant in Zwickau gesagt, da braucht es eigentlich gar nicht so große Worte auch an die anderen Jungs, die jetzt noch nicht so lange wie jetzt in Zwickau sind. Es wird ein Derby geben, wo es hart hergeht und auf die Knochen gibt. Sehen Sie das auch so? Wird es am Ende so werden? Es wird definitiv ein Spiel werden, wo es auch auf die Knochen geben wird, definitiv, um mal in Ihrem Jargon jetzt auch zu antworten. Aber wir sind schon auch eine Mannschaft, die auch versuchen wird, Fußball zu spielen und auch einen klaren und kühlen Kopf trotzdem zu behalten. Ich denke, das wird enorm wichtig sein. Wir müssen aber, da bin ich voll bei Ihnen, 11 Spieler auf den Platz bringen, die von Anfang an Gras fressen werden. Das ist entscheidend und das ist auch etwas, was wir hier brauchen. Trotzdem haben wir in dem Kader die Qualität, auch über spielerische Akzente hoffentlich bald erfolgreich zu sein. Das sieht man aus den letzten Spielen, auch aus den Statistiken, ja, dass wir uns viele Torchancen auch immer wieder erspielen. Und es gilt dabei, vor allem in dem Spiel, ja, da zu sein, präsent zu sein, vor allem körperlich, aber auch den eigenen Stil durchdrücken zu wollen und das vor allem auch mit klarem Kopf. Das ist enorm wichtig. Ich habe vielleicht noch eine andere Frage, vielleicht auch mal an den Pressesprecher wegen der ganzen Sicherheitsvorkehrungen, die es bei dem Derby geben wird. Wird es da mehr geben als zu anderen Spielen? Natürlich, das sind unsere Sicherheitsexperten mit der Polizei und mit allen, die dazugehören, drumherum in Abstimmung. Da gibt es auch bestimmte Maßnahmen, die festgelegt sind, die natürlich nicht zwingend in die Öffentlichkeit gehören. Aber eins können wir auf diesem Weg mitgeben, aufgrund der ganzen Maßnahmen, die es geben wird, dazu gehören auch Straßensperrungen und so weiter und so fort, können wir oder müssen wir eine frühe Anreise empfehlen zum Derby. So. Weiter geht's mit Fragen, wenn es die gibt. Thomas Scholze für die Freie Presse. Ja, Herr Rost, betrachten Sie das Spiel für sich schon so als eine Art Endspiel? Weil es geht ja schnell mit dem Trainerwechsel in diesen Zeiten. Ist das jetzt ernst gemeint oder ist das Spaß? Nö, das ist ernst gemeint. Das ist ernst gemeint. Ja. Vor diesem Derby fragen Sie mich, wie war die Frage? Ob Sie das für sich als eine Art Endspiel schon betrachten, weil der Verein ist Tabellenletzter, es ist das nächste Derby, besonders brisantes, wichtiges Spiel. Haben Sie mir zugehört gerade diese 10 Minuten oder 5 Minuten, was ich gerade gesagt habe, dass es hier darum geht, eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, die Gras fressen wird? Glauben Sie wirklich, es geht hier um den Trainerposten oder um mich? Also wer mich kennt, weiß, dass es mir wichtiger ist, deutlich wichtiger ist, hier diesen Verein in die richtige Spur zu bringen, die Mannschaft in die Spur zu bringen, diesen Neuanfang konsequent weiterzugehen. Und ich bin kein Trainer, der darauf hoffen muss, dass er hier irgendwo einen Job hat oder sonst irgendwas. Definitiv nicht. Und solange ich aber hier bin und diesen Neuanfang mitgestalte, werde ich hier alles reinhauen mit meinem Trainerteam, was wir haben, um diese Mannschaft endlich in die Erfolgsspur zu bringen. Und deswegen geht es hier niemals um einen Timo Rost, niemals. Im Gegenteil, es geht darum, Aue in die Erfolgsspur zu bringen und diesen Neuanfang konsequent weiterzugehen. Und da ist es auch enorm wichtig, wenn eine Mannschaft angeschlagen ist, viele Neuzugänge hat, vielleicht die Führungsspieler noch nicht so diese tragende Rolle auf dem Platz übernehmen, wie sie es eigentlich machen müssten, ist es enorm wichtig in so einer Phase, dass die Fans uns hier am Sonntag unterstützen, das Trainerteam wie auch vor allem die Mannschaft von der ersten Minute an komplett dahinter stehen. Selbst wenn Fehler passieren, selbst wenn wir im Rückstand geraten sollten, brauchen wir die Fans ohne Ende. Das ist eine Botschaft, die ich nach außen tragen möchte, weil es enorm wichtig ist. Ich habe das als Spieler erlebt, ja, dass in solchen Phasen, wo die Mannschaft noch nicht so gefestigt ist, vor allem die Fans enorm wichtig sind. Wir brauchen sie unbedingt am Sonntag, unbedingt und auch in der Zukunft. So lange, bis wir diesen Turnaround schaffen und die Mannschaft dann so gefestigt ist und in der Lage ist, wieder komplett für die Fans zu spielen. Und diesen Turnaround müssen wir jetzt schaffen und daran arbeiten wir wirklich täglich. Aber solange wir das nicht geschafft haben, brauchen wir unsere Fans mit vollster Unterstützung. Und das ist eine Bitte von mir an unsere Fans, weil ich weiß, dass sie das können und auch leidensfähig sind bis hierhin, weiß ich auch. Aber das Blatt wird sich drehen, da bin ich mir sicher. Weitere Fragen? Gibt's nicht. Dann sind wir für heute
durch mit unserer Pressekonferenz, wünschen Timo und unserem Team weiter eine gute Vorbereitung. Und wir sagen Glück auf und auf Wiedersehen bis zum Sonntag hier im Erzgebirgsstadion. Wie gesagt, bitte dran denken, zeitige Anreise ist empfehlenswert. Bis dahin, Glück auf. Glück auf.